Einen bezaubernden guten Tag, meine Damen und Herren, es geht. In dem heutigen Video werden wir ein kleines bisschen über LOL-Guides reden. Guides für League of Legends. Denn nach wie vor ist meine Kommentarsektion gespickt mit Kommentaren wie diesen hier. Maxim, wo sind die Guides? Ich habe dich über die Guides kennengelernt. Wo sind die Guides? Maxim, wo sind die Guides? Und ich habe das Ganze ja schon in einem Q&A beantwortet. Ihr müsst die Videos nur schauen. War aber kein Guide. Hätte vielleicht ein Guide zum Video gucken machen müssen. Denn heute wollen wir die Frage beantworten, warum League of Legends die Hölle und der Himmel für Guides ist. Denn League of Legends ist ein sehr altes Spiel und Guides sind gern gesehen, okay? Wenn ich ein Game noch nicht kenne, suche ich nach Guides. Oder wenn ich besser in einem Spiel werden will, mache ich das Gleiche. Guides gehören zu YouTube, aber zu League of Legends einfach dazu. Das ist das Normalste, was es gibt. Und mein Kanal ist dadurch auch relativ groß geworden. Okay, das war mein Main Focus. Heute möchte ich aber erklären, warum League eine übelste Katastrophe dafür ist. Und gleichzeitig aber eine Steilvorlage. Die Hauptargumente sind dabei drei Stück. Eins ist positive Natur, zwei eher negativ. Fangen wir also an. Denn League of Legends ist erstmal ein großes, komplexes Spiel. Das bedeutet, man hat erstmal eine ziemlich solide Auswahl an Themen, die man ansprechen kann. Über League of Legends kann ich zumindest den ganzen fucking Tag reden. Ja, sonst wäre ich auch nicht Kommentator. Außerdem ist natürlich League of Legends im Vergleich zu anderen Spielen völlig geisteskrank, denn es patcht jede zwei Wochen. Das heißt, jede zwei Wochen passiert irgendwas Krasses, ändert sich etwas. Technisch gesehen kommen neue Themen dazu. Das heißt, neue Champions, Reworks, Patchnotes, neue Items. Die Themen, um Guides zu machen, gehen einem nicht aus. Das ist etwas Tolles. Das ist super nice, okay? Und meine Guide-Playlist hat über 500 Videos. Das ist über knapp 4 Jahre ganz okay, denke ich. Sind nicht alle drinne, aber die meisten. Die Frage ist nun, was ist denn das Problem, Maxim? Wo bleiben denn die Guides, wenn es so einfach ist? Hier kommen wir zu unserem ersten Negativpunkt. League of Legends ist für Guides eine Katastrophe, weil das Game unfassbar schnell outdated ist. Das heißt, durch die ganzen Reworks verschwinden Champions ganz einfach. Das bedeutet, angenommen, ich bin ein League of Legends Spieler, der noch nicht so lange dabei ist. Und ich möchte unbedingt wissen, wie man Galio spielt. Dann gebe ich Galio Guide ein und lande da. What the fuck, was ist das? Und das, meine Damen und Herren, ist nur die Spitze des Eisbergs. Man hätte auch hier landen können. Das ist auch Galio. League of Legends Guide Videos sind unfassbar schnell outdated. Das ist die Hölle, Leute. Ein gutes Beispiel ist dabei Insane HD. Der hat mal einen Set-Guide rausgebracht, der ging 40-50 Minuten, okay? Das Ding war ridiculous, okay? Da ist wirklich alles mit dabei und es sieht schon zu gut aus, okay? Problem ist, 50 Minuten Abfall. Das ist 50 Minuten Abfall. Davon stimmt quasi gar nichts mehr. Die Ult funktioniert anders, Items kann sie nicht geben. What the fuck is this? Das sind ja Runen, das geht nicht. Abfall, meine Damen und Herren. Das heißt, ich kriege nach wie vor viele Fragen, mach mal einen Jungle Guide, mach mal dies, mach mal jenes. Kann man zwar alles machen und das ist auch alles für den Moment wahrscheinlich ganz nice, die Langlebigkeit ist gar nicht da. Das heißt, vor 1000 Jahren habe ich mal einen Leona Guide gemacht und vor 1000 Jahren habe ich mal einen Ward Guide gemacht. Kannst du dir alle nicht mehr geben. Die kannst du dir nicht anschauen, weil es einfach alles eine Lüge ist, okay? Es hat sich alles massiv geändert und das, meine Damen und Herren, passiert die ganze Zeit. Das heißt, jetzt einen Champion-Guide rauszubringen, ist vielleicht eine gute Idee. Und vielleicht bringt das auch ein paar Klicks. Ein Jahr später ist das allerdings Clickbait. Denn ich kriege auf alte Videos immer noch Kommentare. Und da schreiben die Leute, was ist denn das? Das geht ja gar nicht mehr. Ja, ach nee. Das Video ist von 2014. Natürlich geht es nicht mehr, du Idiot. Ich meine, solche Kommentare sind eher witzig, die stören mich jetzt nicht. Der Punkt ist aber immer noch gemacht. Es ist zwar schön, dass ich noch einen Klick kriege, aber League of Legends ist ein Spiel, was sich jede zwei Wochen ändert. Und man könnte auch sagen, jedes halbe Jahr massiv ändert. Das heißt, es kann nicht schlecht sein, für den jetzigen Moment zu wissen, wie eine Jungle-Route aussehen könnte. Und damals war es ziemlich cool zu wissen, wie ein Lane-Swap funktioniert. Oder eine bestimmte Team-Comp. Das sind alles Sachen, die für den Moment sehr, sehr nice sind. Aber auf lange Sicht gesehen eine Katastrophe. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Die Wirtschaftlichkeit. Denn natürlich muss man so ein bisschen an den finanziellen oder den Klick reichen Aspekt denken, okay? Dazu kann ich allerdings nur meinen Kanal als Beispiel nehmen. Das bedeutet, Guides bei mir werden ein bisschen weniger geklickt als Gameplays. Und ich weiß, dass viele die Gameplays lieben und viele hassen sie. Weil man muss auch dazu sagen, durch die Gameplays bin ich nicht groß geworden. Es waren die Guides. Das Problem ist allerdings, dass Gameplays selbst deutlich langlebiger sind. Denn natürlich kann man auf ein altes Video klicken und denken, boah, die Map sieht scheiße aus. Oder, oh, das Wayne funktioniert doch gar nicht mehr so. Das Witzige ist, dass das mehr in die Nostalgie-Kategorie fällt. Denn Gameplays sind auf Entertainment ausgelegt. Und Entertainment ist im besten Fall so gut, dass es länger hält. Na, ich selber bin ja so ein kleiner Narzisst. Ich schaue mir sehr gerne edited Gameplays von mir an, weil ich das Gefühl hatte, yo, das war witzig. Oder wenn ich mit meinem Vater oder sowas gespielt habe. Da ist aber League of Legends zu sehen, wie es heute nicht mehr ist. Und wenn man auf so ein Gameplay guckt, denkt man, ha, das ist ja witzig. Na, so funktioniert das Wayne gar nicht mehr.
Einen alten Guide anzuklicken ist aber völliger Käse, weil du lernst ja nichts. Also du lernst, wie es damals war, haha. Aber man lernt an sich nichts. Und das Ganze spiegelt sich dann entsprechend auch in den Klickzahlen wieder. Das bedeutet, mein Kanal ist klickmäßig folgendermaßen aufgebaut. Ich freue mich, wenn ein Nicht-LOL-Video 100.000 Klicks hat, ein Standardvideo von mir hat 150.000 und bei 200.000 klopfe ich mir selbst auf die Schulter. Da sage ich mir, bam, das ist schön, das ist viel. Das heißt, gehen wir davon aus, jedes meiner Videos bringt 150.000 Klicks. Und das Ganze rechnen wir mal 30, weil Daily Content. Wir kommen also auf 4,5 Millionen Klicks im Monat. Das entspricht nicht meiner aktuellen Klickzahl. Mein Kanal produziert ein bisschen was über 7. Und der Grund dafür sind nicht die Guides, okay? Wenn man meinen Kanal nach den beliebtesten Videos ordert, wird man feststellen, das meiste ist davon Entertainment. Das meiste ist haha, das ist lustig. Manchmal hat man auch was gelernt, muss ich auch dazu sagen. Die sind dann aber auch mit einem höheren Value. Aber die häufigsten Videos, die wirtschaftlicher sind, die diese Klicks im Hintergrund bringen, also fast die doppelte Anzahl als der Durchschnitt, die kommen von langlebigen Videos mit eventuell guten Thumbnails oder einfach nur Videos, die zeitlos lustig sind. Auch wenn du das Game und einige Champions nicht wiedererkennst, schwelgt man so ein kleines bisschen in Nostalgie und hat noch Spaß daran. Was bei professionellen Guides oder lehrreichen Guides nicht gegeben ist. Tja, und jetzt kommt der Kicker, meine Damen und Herren. Denn ich persönlich bin ja bescheiden und habe ein gewaltiges Brain. Ich bin halt einfach schlau. Das heißt, selbstverständlich sind bei mir die Guides zurückgegangen und Gameplays sind einfach mehr da. Sie sind auch für mich deutlich leichter zu kreieren. Aber was erhalten geblieben ist, sind die Patch Notes, die Reworks, beziehungsweise neue Items, neue Masteries und so ein Shit und die LOL-Trends. Und in den LOL-Trends ist ja schon quasi der zeitliche Faktor mit drin. Es sind Trends. Die sind jetzt so und später sind sie so. Das heißt, jeden Samstag seid ihr LOL-mäßig trotzdem up to date. Mit Mechanics, mit Champions, die funktionieren. Champions, die ihr bitte bannt. Und Dinge, die vielleicht auch nicht so gut laufen. Alles ist drin und ist auf League of Legends getrimmt. Weil die LOL-Trends haben keine direkte Langlebigkeit. Vielleicht die Intros. Die kann man länger anschauen. Und man kann so zurückwerfen, was denn mal OP war und was nicht. Ist mehr so ein Lagerort. Aber da League of Legends sich so schnell verändert, ist ein wöchentliches Format tausendmal angenehmer. Das heißt, technisch gesehen könnte ich sagen, jede einzelne LOL-Kategorie nehme ich als Guide auf, nehme ich als extra Video auf und hätte zwar die Guide-Süchtigen, die Guide-Fraktion befriedigt, aber ich erfülle da nicht die Langlebigkeit und ich behalte die gleichen Probleme. Dass diese Videos insane schnell outdated sind. Wie die LOL-Trends selbst. Und das macht es auf YouTube, meine Damen und Herren, so unglaublich schwierig, LOL-Guides zu machen. Denn ich will nicht sagen, es sprechen super viele Dinge dagegen. Es gibt noch sehr, sehr viel zu lernen. Aber ich selber werde niemals einen Champion-Guide machen, weil der wird vielleicht übernächste Woche gereworked. Den Jungle brauchst du nicht zu erklären. Item-Builds brauchst du nicht zu erklären. Und Strategien im Competitive-Bereich mögen zwar funktionieren, aber jetzt ist gerade Off-Season, okay? Das heißt, auch hier ist man zeitlich abhängig von anderen. Nicht von einem selbst. Ich selber kann zocken, wann ich will, nur grob gesagt. Das bedeutet für alle LOL-Experten oder vielleicht diejenigen, die es mal werden wollen und auf YouTube eine Karriere anstreben, denen kann ich sagen, ein Champion-Guide kann was super Geiles sein und was super hilfreich, denn ich weiß, dass Leute danach suchen. Es gibt genug Dudes, die sagen, hey, ich möchte Akali-Main werden, ich brauche einen Guide. Und denen kann ich sagen, mach dein Ding, aber nach 2 Wochen ist dein Guide ungenau und scheiße. Have fun with that. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. War mal ein bisschen anderes Video, denke ich mal. Aber vielleicht versteht ihr jetzt einige Mechanics, wie YouTube funktioniert und wie das Gestalten von Guides bei LOL ist. Denn es ist verdammt hart und verdammt anstrengend und manchmal sogar verdammt undankbar. Ich wünsche euch trotzdem das Allerbeste. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.